Einen wunderschönen guten Abend. Guten Morgen. Nee, was scheiße. Ich fange nochmal an. Hallo. Wir sind wieder da. Hallo. Oh das Dreigestirn ist wieder da. Oh Gott. Und schon wieder besoffen, wie man hört. Und heute genauso planlos wie beim ersten Mal, oder? Genau, also ja, heute wir haben uns nichts vorgenommen. Nö. Aber wir können sagen, unser Podcast ist genauso unverbraucht wie beim ersten Mal, weil wir stellen uns noch genauso dämlich an wie beim ersten Mal. Das stimmt, ja. Ja. So, ja, ein bisschen besser jetzt schon, also weil ich fange immer früher an zu trinken, jetzt mittlerweile schon. Ich fange eigentlich immer genau an, wenn ich versuche, die WhatsApp-Gruppe anzurufen. Und dann dauert es immer eine Weile und bis dann alle am Start sind, bin ich schon so leicht angeleuchtet. Das ist ganz nett. Das war aber nicht mein Plan, warum ich nicht rangegangen bin. Hier hat wirklich nichts geklingelt. Bin mein unschuldig. Ja. Ja. Trinkst du denn ja was heute, Jeans? Nee. Bist du immer noch dein Hals kaputt? Oder? Um ehrlich zu sein, ja, ist immer noch scheiße. Warst du beim Arzt? Mal irgendwie mal rein. Nee, wisst doch, wie das so ist. Aber so langsam reift die Erkenntnis, vielleicht doch mal hinzugehen. Hast du vielleicht was im Hals stecken oder so? Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte so eine leichte Phobie. Der hatte immer Angst, an irgendwas zu ersticken. Und der hat mal einen Drink getrunken mit Crushed Ice und hat so ein ganzes Stück Crushed Ice verschluckt. Und das blieb ihm irgendwie im Hals stecken und er hat irgendwie Panik gekriegt und da ist er in die Notaufnahme gefahren. Kann mir vorstellen, saß wie weitergeht. Saß da circa eine halbe Stunde irgendwie und dann kam er zum Arzt und er sagte zum Arzt, ich hab ein Stück Eis im Hals, irgendwie, ich krieg keine Luft mehr. Da sagt der Arzt, wann haben Sie denn das verschluckt? Naja, gut vor einer Dreiviertelstunde so. Und da sagt der Arzt, Sie mähen, das Eis ist immer noch in Ihrer 37 Grad warmen Kehle. Aber er mähte, er konnte nichts machen. Er hatte dieses Gefühl im Kopf, er hat da was drin und erstickt. Ging dann auch erst besser, als der Arzt reingeguckt hat und gesagt hat, ja, das Eis ist geschmolzen. Das ist ja eine krasse Story, ja. Oh Gott. Sollen wir uns gleich in den Fragenpool stürzen? Bevor wir wieder die Leute langweilen, was wir die ganze Woche so gemacht hat? Oder hat jemand was Interessantes gemacht? Nö. Ich nicht. Nö. Nee, komm, dann stürzen wir uns gleich in den Fragenpool. Wir haben ja über 4 Seiten Fragen offen von den ganzen letzten Sendungen. Die Frage ist, machen wir jetzt erstmal die aktuellsten oder fangen wir einfach mal vorne an und gehen alle Stück für Stück durch? Ich glaube, damit auch die Leute nicht zu kurz kommen, die schon länger Fragen gestellt haben. Dich völlig frustriert. Fangen wir ganz vorne an, ne? Dann muss ich hier mal mehrere Stunden zurückscrollen in meinem Dokument. Ich habe schon mal vorgelesen, ich kann auf viele Fragen, weiß ich gar nicht, ob ich da so richtig was antworten kann, aber wir improvisieren ja dann. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die da noch stehen. Ja. Die unangenehmen Arbeiten wurden immer da hinten geschoben. Genau. Komm, ich fange mal an. Anja fragt, was geht euch momentan am meisten auf die Nerven? Ja, das ist eine von den Fragen. Ja, wie lange habt ihr denn Zeit? Eigentlich geht er mir ständig alles auf die Nerven, oder? Ja. Momentan ist es, glaube ich, Trump mal wieder. Oh ja, wa? Es ist irgendwie. Aber schießt gerade wieder so den Vogel ab. Es ist total krass, oder? Ich habe vorhin schon irgendwie festgestellt, irgendwie immer, wenn dieser Mensch eine Entscheidung trifft, trifft er die falsche, oder? Das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar. Ja. So eine Trefferquote findest du wirklich selten irgendwie. Vor allen Dingen eigentlich immer nur aus so einem Impuls heraus trifft er Entscheidung. Das ist auch bedenklich, ja. Das stimmt. Also ich denke, versuch dir das mal mit den Augen eines Menschen, der vor 10 Jahren gelebt haben, an und stell dir mal in dieser Situation vor, so ein Typ wie Trump. Das wäre vor 10 Jahren völlig undenkbar gewesen, dass da ein Typ vorne steht, der sagt, spritzt euch doch Desinfektionsmittel, wenn ihr Corona habt. Ja. Na gut, aber das hatte ich mir schon beim George W. gedacht, irgendwie. Ja. Krasser kann es nicht mehr kommen. Ne? Ja, geht immer noch krasser. Das, was wolltest du sagen, Sven? Das momentan ist ja auch das mit diesem Schwarzen, der da wieder von der Polizei umgebracht wurde. Ja. Ich meine, da alles, was der von sich lässt, ist ja nun auch wirklich echt. Auch der blanke Hohn dem gegenüber. Ja. Das Video hat ja nun jeder gesehen und dass man nicht als Polizist jemand 8 Minuten auf dem Hals kniet, um ihm Handschellen anzulegen. Und die es scheiße finden, sind Terroristen. Das ist so krass. Ja, das ist irgendwie völlig crazy. Das haben sie nur an der Backe, die armen Menschen. Irgendwie. Ich bin ja wirklich mal gespannt,
was da passiert bei der Wiederwahl. Ob es da wirklich genug Leute gibt, die das auch noch gut finden. Ja, das ist halt so leider. Also ich bin gespannt, was passiert, weil er entzweit sich ja auch gerade so ein bisschen mit Twitter. Und wenn die Kurznachrichten nicht mehr ihm zur Verfügung stehen, also ich habe jetzt gerade heute gelesen, dass er, dass Twitter jetzt auch irgendwie einen Beitrag von ihm ausgeblendet hat wegen Gewaltverherrlichung. Das ist auch geil. Ist ja nur der Präsident der USA, ne? Ja. Also echt, das ist so unfassbar. Ja, und mit dem Faktencheck und so. Aber das, ja, also ich meine, wenn er jetzt wieder bockig ist und ihm dieses Kommunikationsmittel ausgeht und, also, weißt du, also ich glaube, es ist schwierig, an die ganz dummen Menschen zu kommunizieren, wenn er auf einmal nicht mehr dieses Twitter-Format hat. Glaube ich, dann wird es schon auch kritisch. Also dann wird es schon auch schwierig, weil ich glaube, eine Regierungserklärung lesen die sich ja alle nicht durch, irgendwie seine Fans. Nee. Also insofern, weiß ich nicht. Die denken ja, das sind Regierungserklärungen auf Twitter. Ja, naja, egal, wir werden es nicht ergründen, aber das ist schon wirklich, also momentan ist das wirklich das, was echt auf die Nerven geht irgendwie. Mal vom eigenen Leid abgesehen. Vom eigenen Elend abgesehen. Ich meine, der Unterhaltungsfaktor ist ja echt trotzdem ziemlich krass, ne, den der liefert. Wenn es nicht immer so traurig wäre für die Beteiligten dahinter. Ja. Ne? Mhm. Wenn es eine Netflix-Serie wäre das super. Auf jeden Fall, ja. Okay, na komm, lass uns mit Trump aufhören. Genau. Nervt euch sonst noch irgendwas gerade? Ich meine, jetzt, wie gesagt, das eigene Leid mit dem Ganzen nicht Konzerte spielen könnte, das glaube ich, das, was mich gerade am zweitmeisten nervt, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine lange Strecke ohne Konzerte habe. Gehabt. Also ich glaube, das war, bevor wir zu unserer Booking-Agentur gegangen sind, irgendwie. Ja. Nee, das geht mir ähnlich. Sprich nicht für die alte Booking-Agentur. Ich komme ja nur gerade ein bisschen zum Lesen, ne, und lese gerade mal wieder eine Biografie und ständig wird er von einer Tour zur nächsten irgendwie gesprungen und ich denke mir die ganze Zeit, oh Mann. Ja, die haben's gut. Ist echt. Was liest du denn gerade, wenn man fragen darf? Ist ja vielleicht auch spannend. Ja, also ich bin heute fertig geworden. Das ist von Robert Foster, die eine Hälfte von den Go-Betweens. Der hat irgendwie, nachdem sein Kompagnon gestorben ist, ein Buch geschrieben über ihn und die Bandgeschichte. Und es ist sehr traurig natürlich, aber irgendwie auch schön. Und ich bin jetzt nicht so der riesen Go-Betweens-Fan. Aber ich glaube, der hat was zu erzählen und hat er auch. War schön. Okay. Bin ich heute fertig geworden. Cool. Außerdem finde ich die irgendwie ganz schön Punkrock. Die haben ja nur auch so angefangen mit diesem ganzen, zu der Zeit, als New Punk und New Wave losging, und hat sich da knallhart mit ihren Akustikgitarren hingestellt. Okay. Ist schon wieder viel mehr Punk. Ist auf jeden Fall mehr Mut, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau, das habe ich gerade gelesen. Und wie gesagt, da geht es nur ständig um Touren. Und, nicht schön. Da, ja. Ja. Naja, fein. André, nervt dich noch was? Ja, wieso nicht? Die Nachbarn, die Kinder der Nachbarn, die Haustiere der Nachbarn. Ja. Gucken ganz zu Hause im Fenster und pass auf, dass keiner seinen Hund hinkacken lässt, ohne den Haufen wegmachen zu lassen. Ja. Wenn nicht, reiße ich sofort das Fenster auf und schreie hinterher. was man eben macht ab dem Gewissen, Alter. Ja. Und bei dem Gewissen gerade Langeweile. Nee, ansonsten nervt mir eigentlich nichts weiter, aber wie sie, das übernimmt dann unser Donald schon ganz gut und das allgemeine politische Leben gerade. Da braucht man den Rest ja nicht mehr. Der Rest ist dann halb so wild. Ansonsten hat Anja neu gefragt, ob sie Einblicke in neue Songs, ob es sowas geben kann. Aber das hatten wir, glaube ich, tatsächlich schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das nicht so einfach machbar ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da ging ums Live-Album, glaube ich, war. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls, können wir nicht vorspielen jetzt schon. Das geht nicht. Es ist ja auch so, wenn man neue Songs macht, ist das immer so eine diffizile Sache, die gibt man dann wirklich erst aus der Hand, wenn sie auch ganz damit zufrieden ist. So. Ja, genau. Also ich meine, die Songs, die wir bis jetzt fertig haben, die sind ja alle so Demos irgendwie. Ich wollte gerade sagen, meistens ist da eine Zahl dahinter irgendwie eine 7 oder so. Naja, das ist, was da für die Version steht. Nee, das steht tatsächlich nicht für die Vision, sondern damit ich auf meiner Festplatte finde, weil am Anfang, wenn ich anfange, einen Song zu schreiben, hat der nur eine Nummer und keinen Namen, weil ich ja den Titel noch nicht weiß. Und damit ich nachher wieder finde, in welchem Ordner ich was suchen muss, lasse ich quasi in dem Titel des Demos immer noch die Nummer dahinter. Aber ich dachte, wir hören immer die 7. Version. Und, siehst du, habe ich auch wieder was gelernt. Ja, Jeans entdeckt die Nummerierung der Demos. Yeah. Wahnsinn, guck mal. Rubrik, check. Yeah. Wahnsinn.
Ja, nee, aber das ist halt alles noch ganz, das ist halt nur ganz grobe, das sind ganz grobe Songskizzen eigentlich nur, da ist noch gar nichts ausgearbeitet und da sind die Texte auch noch falsch teilweise und alles soweit. Nee, das kann man halt nicht vorspielen. Ja. So, dann haben wir Christine als nächstes, ne? Irgendwie. Ja. Ein bestes Konzert, bestes Festival, irgendwie. Weiß ich nicht. Ist immer irgendwie. So weit kann ich echt nicht sagen. Mit so weit. War das beste Festival, auf dem wir waren? Oder mit dem wir selbst gespielt haben? Ja, ja, nee, selber gespielt haben. Ja. Oh, das ist hart, weil. Ja, ich meine, gerade jetzt nach der Aktion mit Basti letzte Woche mit den 650.000 Leuten vor der Bühne, da. Naja. Ich finde aber, das kommt ja nicht so drauf an, wie viele Leute da waren. Manchmal sind die Konzerte wirklich super, wenn, selbst wenn nur 100 da sind oder so. Ja. Also ich glaube, mein bestes Festival war irgendeins von den Amphi-Festivals. Ja. Die sind irgendwie immer cool. Genau, das auf jeden Fall. Und ich fand auch tatsächlich das beim Gothic Meets Classic ja, das war natürlich. Also jetzt vor allen Dingen auch das richtige Konzert, also das am Vorabend von dem Klassik, von der Klassik-Version. Ja, weil bei dem Klassik-Ding, da war ich so nervös, also das war so eins der eindrucksvollsten Sachen, die, glaube ich, jemals gemacht habe, mit so einem richtigen Symphonieorchester zu spielen. Das fand ich, das ist, aber da war ich so nervös, dass ich gar nicht davon mitgekriegt habe eigentlich. Aber wer ist denn jetzt hier Young? Ist irgendjemand hier Young? Das klang gerade. Nee, Tür? Ich bin auch da. Nee. Gut. Jeans? Jeans nee, ich bin auch noch da. Nee, auf jeden Fall, das Konzert davor, an dem Vorabend, das richtige Konzert, das normale, das fand ich auch sehr beeindruckend. Das war eine Das war echt Hammer, Stimmung. Ja. Da war die Stimmung echt krass. Also ich glaube, bis dahin war das unser bestes Konzert, aber ich glaube, das haben wir inzwischen auch öfter mal getoppt noch. Aber so, Jeans, hast du sowas? Also ich finde ja wirklich, also das Gute ist, in letzter Zeit waren kaum noch irgendwie Ausfälle dabei. Ne? Das ist stimmt, immer nur so von richtig gut, super gut, oh, das war jetzt klasse. Gerade die letzte Tour, fand ich, die lief doch so gut. Ne? Ja. Also das war... Ja, das stimmt. Man ist ziemlich verwöhnt, wa? Wenn man so will. Ja. Und irgendwie, man hofft ja auch immer noch, dass das Beste vielleicht noch kommt oder so. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber man hat ja immer noch so den Antrieb. Aber Amphi, stimmt, ist schon irgendwie cool, auch wegen dem ganzen Drumherum und so. Ne? Ja, das auf ist jeden schon Fall. Toll. Ja. Und eine coole Kulisse mit dem Dom. Ja. Würde mir auch spontan einfallen. Ich finde, WGT ist nach wie vor auch immer noch was Besonderes. Auf jeden Fall. Das so crazy finde ich, wohne ja nur hier in der Stadt, ne, wie sich da wirklich über Pfingsten, was da los ist, das ist schon auch cool. Wie war denn das jetzt eigentlich mit Pfingsten? War ja nun gerade, waren denn trotzdem irgendwie irgendwelche Leute da in Leipzig oder nicht? Na, witzigerweise war ich nicht da, weil ich irgendwie Family besucht habe. Okay. Aber was ich so mitgekriegt habe, doch, hatten wir schon immer mal ein paar Gruftis gesehen, so in der Stadt. Und, na, cool. Na, eigentlich ist es ja wieder ein bisschen back to the roots, ne? Das war ja auch damals so ein bisschen aus der Szene heraus und nicht so krass organisiert. Also ich finde es eigentlich cool, wenn die Leute einfach dann sagen, okay, wir treffen uns trotzdem zu Pfingsten, weil wir eben Pfingsten in Leipzig treffen. Ja, aber und, sagen wir mal, ich glaube, mein erstes WGT, wo ich dabei war, war 94 mit Dreadful Shadows damals. Also das war tatsächlich, ich glaube, da hieß es noch nicht mal, da hieß es noch Pfingsttreffen irgendwie. Da hieß es noch nicht wie Wave Gothic Treffen. Das muss ja das weiß nicht, erste oder zweite gewesen sein. Oder? Irgend soweit, ja. Ich weiß nicht, gibt's auf dieser Statistikseite vom Wave Gothic Treffen auf der Seite, da steht es drauf, aber oder war das 95? Nee, das war 94, glaube ich. Aber wie gesagt, da hieß es noch Pfingsttreffen und da gab es, glaube ich, nur in Konzertabend im Werk 2 damals irgendwie. Und zwar in der kleinen Halle, also in dem kleinen, ja, krass, diese kleine Ding irgendwie. Und da haben irgendwie, weiß ich nicht, 8 Bands gespielt oder so, wenn es hochkommt. Und wir waren ganz früh dran damals, weil das war irgendwie so mit das Erste, was wir überhaupt gemacht haben als Dreadful Shadows. Und das war dann mehr oder weniger irgendwie so. Das war auch irgendwie lustig. Aber in dem Zusammenhang könnte man vielleicht auch nochmal die Story von diesem Chaos-WGT erzählen. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. 2000 war das, 2000. 2000, wo dann plötzlich irgendwie, ich weiß ja nicht, bis heute ja nicht so richtig warum, plötzlich alles komplett zusammenbrach. Irgendwie, ja. Keiner war mehr da. Die Veranstalter hatten irgendwie Land unter und waren teilweise auch nicht mehr da. Und die Bands sind abgereist, weil es keine Gage mehr gab und so. Und genau. Irgendwie kam es dann in den Wirren dazu, dass wir dann in der Agra-Halle am Abend Headliner waren von einem
weil einige Bands gesagt haben, komm, die Leute sind hier, die haben, die wollen Bands sehen, die haben bezahlt, scheiß drauf, wir machen das auch ohne Gage, wir tun uns hier zusammen und spielen da alle und irgendwie waren wir da am Abend plötzlich Headliner vor einer knallvoll gefüllten Agrarhalle. Mit den Shadows, oder? Mhm. Mit den Shadows, ja, genau. Ja. Ja. Das war sehr, 99, sehr kurios. War das auch 99, bin mir jetzt gerade ja nicht mehr so sicher. Aber ich meine, ja klar, ich meine aus unserer Sicht, wir hatten damals, das war zwar das letzte Jahr von den Shadows oder so die letzten Züge, aber trotzdem hatten wir damals auch keine besonders große Crew und nix irgendwie. Also nicht besonders viele Leute, wo man jetzt sagen müsste, ja, die müssen wir jetzt alle bezahlen. Wenn wir auftreten, dann müssen wir die alle bezahlen. Und wenn wir keine Gage kriegen, können wir uns das ja nicht leisten. Das ist ja, das wurde damals vielen Bands ein bisschen übel angekreidet, aber bei größeren Bands ist das halt leider so irgendwie. Sobald die dann spielen, haben die halt einfach richtig böse Kosten und die sagen dann halt, naja, können wir uns eigentlich ja nicht leisten. Bei uns war das ideal, wir waren alle da und wir haben halt dann eins bei uns hingestellt und die sagt, komm, hier spielen wir und dann war das cool und dann war es das für uns irgendwie. Das haben aber noch ein paar andere Bands gemacht irgendwie und das war ein ganz netter Abend. Da war doch ja nicht so wichtig, wer als letztes spielt oder Headliner, das war, da wurde jede Band abgefeiert, weil die Leute waren so dankbar, dass die Bands da waren. Das war ein guter Abend. Ja, und ich weiß noch irgendwie, ich saß beim Frühstück und hätte mich so gefreut, weil wir hätten mit Wolfsheim gespielt an dem Tag irgendwie auf so einer Open-Air-Bühne vorm Völkerschlachtdenkmal. Das war eigentlich geplant. Genau. Und die kommen im Hotel runter zum Frühstück und irgendjemand sagt, na, das wird ja wohl nichts irgendwie. Und ich sag so, was? Hä? Wie wird nichts? Und dann, ja, kam diese ganze Ausmaß dann erstmal zum Tragen. Ja, und dann hingen wir auch ewig in der Luft da, irgendwie, was da passiert, ob irgendwas passiert, das war Wahnsinn. Wir mussten ja auch aus dem Hotel raus, weil die vom Hotel gesagt haben, ja, die Zimmer wurden jetzt auch nicht bezahlt, wir wissen nicht, jetzt muss man sie leider bitten, abzureisen. Ja klar, wenn du da eine Band hast mit 5 Mitgliedern und 6 Leuten Crew oder so und musst dann dafür nochmal neue Zimmer besorgen und so, da mussten halt deswegen viele abreisen. Ja, wobei es dann auch tatsächlich ein Hotel gab in Leipzig, ich glaube das Hotel Lindner oder so, die haben dann das quasi die Zimmer dann gestellt und ich glaube, die haben auch nichts für berechnet irgendwie. Also die haben halt dann den Bands, die aufgetreten sind, eine Übernachtungsmöglichkeit gegeben. Das war zwar ewig weit draußen, aber es war auch ein gutes Hotel. Also. Aber es war ein schönes Hotel, da gab es ein sehr gutes Rührei, das weiß ich noch bis heute. Guck mal, da hat ja auch irgendjemand, genau, Ralf hat auch nach Hotelerlebnissen gefragt irgendwie. Ja, das war ein schönes Hotelerlebnis, nämlich, dass sie uns haben da schlafen lassen. Aber wenn es um Hotelerlebnisse geht, fällt mir ja da gleich eine ganz andere Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob man die hier erzählen kann. Potsdam. Spiele ich da auch eine Rolle? Ach so, ja. Ja. Lustig war es auf jeden Fall nur an dem Abend für uns und am nächsten Morgen dann niemand mehr so wirklich. Weil ich weiß nicht, was war das? War die Zillow-Tour? Das war die Zillow-Tour, ja. Die Zillow-Tour und wir waren in Potsdam im Lindenpark und danach sind wir alle in dieselbe Pension gefahren. Und da hatte jemand vorgeschlagen, wir könnten nur noch alle Bands so zusammen ein bisschen was trinken. Und das lief dann leicht aus dem Ruder. Leicht aus dem Ruder, ja. Oh, und ich weiß, also nur nach, dass plötzlich ein Stroboskop ausgepackt wurde, im Hotelflur aufgebaut wurde. Ich glaube, eine Nebelmaschine war auch am Start. Nebelmaschine und Stroboskop und ganz laute Musik. Und Menschen über Menschen. Irgendwann wollte ich schlafen gehen, wollte in mein Zimmer rennen. Da konnte ich gar nicht rennen, weil da irgendjemand mit mehreren Frauen irgendwie im Bett lag und mir nackt die Tür öffnete. Und immerhin. Ich hab's dann irgendwie geschafft, mir eine Matratze aus dem Zimmer zu holen. Und hab ich dann auf den Korridor gelegt und bin am nächsten Morgen aufgewacht. Und das sah aus, als wäre ich in so einem glitzernden See. Das waren alles Flaschen und Gläser. Und das sah aus da. Also mir war auch schön, ich wollte dann auch irgendwann schlafen gehen und ich hatte ein Zimmer damals mit unserem Schlagzeuger, mit Ron, irgendwie zusammen. Und ich habe mich hingelegt und dann kommt der irgendwann ins Zimmer und hat sich mit dem Sänger von Armageddon Dildos, die waren auch mit auf der Tour, über die haben wir schon mal ein bisschen erzählt hier, mit dem hat er sich unterhalten und so. Und ich lag halt da und war schon so weggedreht und lag in meinem Bett und dann legt sich Ronald auch so hin und spricht aber immer noch mit diesem Armageddon-Dildos-Sänger und der legt sich auch dann hin und die quatschen die ganze Zeit weiter und der Typ lag auf mir drauf und hat's nicht gemerkt
und die reden und die kriegt er schon fast keine Luft mehr, weil das war auch echt so ein, das war ein, sagen wir mal, ja, der war auch muskulös und so und jetzt nicht gerade nur 30 Kilo gewogen. Und er so, und so, aber irgendwie hat es nicht gemerkt. Ich musste mich dann irgendwie da so rausdrehen und ich glaube, der weiß, wusste das auch am nächsten Tag nicht mehr, dass der da, dass das Bett eigentlich schon belegt war. Oh Gott, ja. Und dann der nächste Morgen mit dem Frühstück, oh Gott, wie peinlich. Also, oh. Das war eine etwas angespannte Situation beim Frühstück dann, ja. Ja. Die haben alle das bloß gehofft, hoffentlich ist noch, sind die Zimmer Leute noch nicht durchgegangen und waren noch nicht oben im ersten Stock. Ja, übrigens auch die Tour, wo wir Chris Pohl kennengelernt haben. Also das war alles. Ja, genau. An dieser Stelle nochmal, hallo Chris. Genau. War eine schöne Zeit mit dir damals, ja, als wir noch Hotels auseinandergenommen haben. Genau. Ja, das war nicht. Das ist keine gute Idee, irgendwie von auf so einer Tour alle Bands im selben Hotel unterzubringen oder selbe Pension. Also ist auch, das ist auch im Nachhinein jetzt auch am nächsten Morgen war es auch kein gute Gefühl. Man hat sich da auch nicht cool gefühlt oder so. Das war eben einfach nur noch tierisch peinlich und Also ja, wir sind dann da noch durch und haben die Flaschen weggeräumt und so ein Scheiß irgendwie und so, aber also wir haben schon noch ein bisschen versucht, das irgendwie wieder herzurichten, aber die waren echt sauer auch mit allen. Ja, auch Dinge, irgendwie, die dann später doch nochmal nachgefordert wurden auf finanzieller Basis. Ja. Und zu Recht, muss man sagen. Und zu Recht, ja. Ja, ja. Aber das war auch das einzige Mal, wa? Irgendwie, dass irgendwie was im Hotel, was Schlimmes passiert ist. Unser Tourbegleiter wurde eben mal noch am nächsten Morgen zur Kasse gebeten, er müsse noch für 200 Mark, war es damals noch, nachbezahlen, weil da gab es in dem Foyer des Hotels eine Weinkonferenz und da saßen irgendwie ganz viele Leute zusammen und haben über Rotwein gesprochen und da standen überall so Ausstellungskörbe voll des weiß ich nicht, gängigen Jahrgangs oder was auch immer und wir kamen nach dem Konzert ins selbe Hotel und haben eine Party gemacht und ziehen der Alkohol aus und ich kann mich erinnern, dass im Foyer überall Wein rumstand und bin wohl runtergefahren ins Foyer, habe mir dann aus den Körben so ein paar Flaschen rausgenommen und bin wortlos wieder laut der Dame an der Rezeption im Fahrstuhl verschwunden und losgefahren. Musste unser Tourmanager dann noch ein bisschen nachbezahlen. Weil wenn man sich das vorstellt, die ganzen Leute, die waren so fein im Anzug und so mit Zwirn und ich kam da raus, ich habe ja damals noch weiße Kontaktlinsen getragen und irgendwie war ich schminkt wie Twiggy Ramirez von Mensen. Und und das nach dem Konzert, wenn dann alles verschwitzt war und so, da kann sich ja jeder vorstellen, wie das so rüberkam. Aber es ist immer noch besser als unser damaliger Lichttechniker, der nicht gemerkt hat, dass er in falschen Nightliner, also in falschen Bus eingestiegen ist an der Tankstelle. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Stimmt, an der Tankstelle, wa? Ja. Der Nightliner musste tanken, wir sind ausgestiegen. Er wollte sich was zu essen holen. Und in der Zeit ist noch ein anderer Reisebus vollgefahren, der dieselbe Farbe hatte, dieselbe Form, und der ist völlig verpeilt in den anderen eingestiegen und saß da irgendwie bei so einer Seniorenfahrt jetzt kurz drin und hat dann angefangen, seine Bockwurst zu essen. Oh Gott. So, mal wieder zu meinem Ärzten. Genau. Gibt es, fragt Jo oder Joe, gibt es Instrumente, die ihr schon immer mal spielen wolltet, euch aber nie getraut habt oder einfach nie dazu gekommen seid? In meinem Fall kann ich sagen, nö, ich habe tatsächlich alles gespielt, was ich spielen wollte und habe auch alles gelernt, was ich lernen wollte. André? Ich hätte gerne Klavier spielen können, aber ist über die einzelnen Chords, also so richtig Klavier, weißt du, wie man dann so, ja, so Partituren spielen kann und so, das ist aber dann so weit leider doch nicht gekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute Konzertpianist. Natürlich. Was sonst? Klar, das ist doch jetzt normal, wenn man übt, wird man auch Konzertpianist. Ach so, okay. Und Jeans? Wolltest du jemals was anderes spielen außer Schlagzeug? Tatsächlich nicht. Nee. Mhm. Aber ich habe tatsächlich vor so Pianisten und Geigern und Geigerinnen echt Respekt. Auf also jeden Fall, ich auch. Pianisten, die mit allen 10 Fingern da irgendwie was zustande bringen müssen und den Füßen. Ja. Ne, und ich sitze da irgendwie und das ist ja eher grobmotorisch. Ja, aber du musst trotzdem mit allen 4 Extremitäten auch was anderes machen. Also, das ist für jemanden, der nicht Schlagzeug spielt, eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn man das und dann, manchmal frage ich mich, wie das so wäre, Sänger zu sein, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich. Aber eher so, weil ich nur immer ganz hinten irgendwie rumsitze. Oh, wir können gerne mal tauschen. Du kannst gerne mal nach vorne und ich stelle mich dann hin.
Nee, es ist ja kein richtiger Wunsch. Es ist nur, dass ich mich manchmal frage, wie das so ist. Aber nicht so, dass ich es unbedingt herausfinden will. So schlimm ist es nicht. Okay. Genau. Ja. Nö, aber dann. Sonst, nee, also spielen wollte ich immer nur Schlagzeug, das war irgendwie klar. Also nicht, dass ihr jetzt falsch rüberkommt, ich wollte eigentlich auch immer nur Gitarre spielen, aber ich hätte mir gewünscht, dann doch besser Klavier spielen zu können. Ja, Klavier ist natürlich auch generell nicht schlecht, das war bei mir damals irgendwie so eine Art Pflicht-Zweitfach irgendwie, insofern musste ich das mitmachen, aber das ist natürlich generell, also ich kann jetzt nicht besonders gut Klavier spielen, also das ist jetzt nicht so, dass ich... Aber so für Songwriting und so ist das doch auf jeden Fall für hilfreich. Songwriting auf jeden Fall sehr hilfreich und auch für die ganze Musiktheorie und so und das ganze Verständnis, wie Musik funktioniert, ist Klavier einfach das Einfachste oder das, also sagen wir mal, das Praktischste. Ja, einfach, weil sich die ganze Musiktheorie am einfachsten anhand einer Klaviatur erklären lässt irgendwie und dadurch versteht man das dann einfach alles viel besser. Also, ja. Nö, insofern, ja, nö. Also sagen wir mal, für meine Bedürfnisse reicht das, was ich am Klavier kann, auf jeden Fall aus. Und für alles andere haben wir ja Dirk. Insofern, Dirk Riegel. Genau, wenn wir einen richtigen Pianisten brauchen, rufen wir dann Dirk an. Genau, ja, der kann das wenigstens richtig, genau. So. Der nächste wäre dann von den Lester-Schwestern. Genau. Wir sollen sagen, was unsere favorisierten Serien oder Filme sind. Hatten wir natürlich auch schon mal gerade. Wir haben ja gerade so ein paar Sachen. Habt ihr irgendwas Neues gerade an Serien oder so? Ich habe gerade nichts Neues. Ich gucke gerade die Avengers-Reihe, wenn man so will, die ganze Marvel. Ah. Comic-Reihe in der richtigen Reihenfolge. Also da muss man ja, okay. Klebt ja so Internetseiten, wo steht, welcher Film. Ich wollte gerade sagen, da muss man doch ganz schön recherchieren, ne? Irgendwie ja, aber das machen wir gerade und wir haben auch schon seit mehreren Tagen EU zu tun damit und stehen jetzt gerade bei Avengers Civil War. Also wir nähern uns dem letzten Film. Okay. Also Serien habe ich im Moment... Ich habe gerade eine coole Serie entdeckt, und zwar Space Force heißt sie. Klingt eigentlich so, dass man es nicht sehen will, aber die ist wirklich, wirklich cool mit John Malkovich, den ich ja sowieso großartig finde. Ich habe vorhin gerade die Werbung gesehen. War das und, Netflix? Ja, auf Netflix ist das. Es ist großartig. Das ist einfach nur echt lustig und echt gut gemacht und ich habe schon echt Angst davor, wenn das wieder zu Ende ist, dann muss man wieder was Neues suchen. Da halt immer, ich finde das immer so anstrengend, sich neue Serien zu suchen, die irgendwie gut sind. Aber Space Force ist auf jeden Fall sehr lustig, ja, auf jeden Fall. Also das ist Comedy, aber echt gut. Also finde ich zumindest irgendwie, ich finde es echt gut. Ja. Und ich meine, John Malkovich, groß, ganz große Kunst. Und der spielt da auch richtig mit. Also das ist jetzt nicht so, dass er nur so, also wie, also häufig, wenn John Malkovich auf irgendeinem Plakat draufsteht, dann taucht er mal irgendwie für 5 Minuten in einem wirklich furchtbaren Film auf. Aber nee, er spielt da tatsächlich eine der beiden Hauptrollen und das ist echt richtig gut. Ja, Jeans, guckst du irgendwas gerade? Das ist mir fast ein bisschen peinlich, glaube ich. Ich hab's gehofft. Aber... Macht ja nichts. Nee, ich gucke gerade eine Doku, die ich cool finde tatsächlich. Okay. Die heißt einfach nur Die Planeten und die ist ziemlich cool gemacht und ich bin irgendwie so ein Weltraum-Freak, weil ich das alles so völlig unvorstellbar finde, was so diese astronomischen Einheiten, ne, was da für Entfernungen eine Rolle spielen und so. Und die ist so cool gemacht, dass ich die, wenn ich Zeit habe, mir auch total punkig aus der Mediathek reinziehe. bin gerade beim Uranus. Das ist ein ziemlich cooler Planet. Ist peinlich, ne? Aber egal. Ist ja nicht peinlich. Du hast ja beim ersten schon gesagt, man kann. So eine Sachen gucke ich immer gerne, wenn wir auf Tour sind oder Konzerte haben, später dann im Hotel. Oder Medical Detectives. Aber so Dokus. Oder eine Hitler-Doku, oder? Ja, natürlich. Was gerade so kommt. Da gibt's ja kaum noch Überraschungen. Ja, ne, jetzt, wo man auch echt wieder den Butler und die Geliebte kennt und, ja. Ja. Stimmt, das Hitlers Hunde. Ups. Entschuldigt, warte mal. Was trinkst du eigentlich? Ich trinke heute quasi Cuba Libre, aber so wie es früher im Dark Flower gab, nämlich ohne Eis und ohne Zitrone. Cuba. Also quasi Cola rum. Aber ich habe Bio-Cola immerhin. Also, ja. Cool. Du, die nächste Frage finde ich eigentlich ganz cool, weil also ganz am Anfang hat die vielleicht noch nicht so eine Rolle gespielt, aber jetzt mit ein bisschen Abstand auch noch immer noch von Ralf. Ja. Und betrifft jetzt dich, Sven. Beeinflusst der ganze Corona-Mist auch deine Texte? Färbt das schon ab?
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube nur so sekundär. Also in dem Sinne, aber das ist eigentlich, also in dem Sinne, wie Menschen sich verhalten, aber das ist ja eh immer eigentlich Thema bei mir. Insofern ist es nur, also sagen wir mal, es stellt sicher, dass mir die Themen nicht aussehen. So. Also insofern schon, aber nicht so direkt. Ansonsten, ja, in welche Richtung das neue Album geht, das ist halt, ja, das wird, würde ich sagen, ein Solar-Fake-Album, was soll man sagen? Diesmal etwas elektronischer wahrscheinlich, oder? Dieses Mal ein Elektro-Album. Genau, ja. Wir machen mal ein Elektro-Album. Aber falls Leute Angst haben, ich spiele nicht mit. Nachdem es letztes Jahr eher in die Blues-Richtung ging, hatten wir diesmal. Nee, das wird tatsächlich einfach ein Solar-Fake-Album. Also ich meine, natürlich, das gibt halt einfach, ich schreibe halt eine bestimmte Art von Songs und das mache ich weiter und fertig. Also eigentlich, oder? Also ich finde das alles, ich höre das gerade ganz oft und finde das alles ganz gut und habe jetzt auch schon relativ viele Ideen, was man aus den einzelnen Song-Ideen so rausholen kann noch und so. Insofern. Ja, das wird. Also das, was ich alles schon gehört habe, finde ich auch ziemlich gut. Ja. Wird, ja. Also eine Überraschung ist dabei, finde ich zumindest. Aber ja, da sage ich jetzt nichts dazu, sonst ist ja keine Überraschung. Ja, ich finde ja theoretisch, jetzt sind schon eher drei Überraschungen dabei, aber eine ist auf jeden Fall größer als die anderen. Also, die ganz neuen habe ich noch gar nicht gehört. Die wollte ich mir heute Abend mal. Asche auf mein Haupt, ich bin auch noch nicht dazu gekommen, aber hast ja gestern erst die Nachricht rumgeschickt. Ja, genau. Ja, hole ich auch nach. Ja, ja. Du meinst, da ist auch noch eine Überraschung dabei? Finde ich schon, ja. Also ich finde das, ja, finde ich schon. Naja, hört mal rein. Ja, haben wir als nächstes Miriam, wa? Buch, Musik oder Podcast-Tipps? Hatten also, wir ja jetzt eigentlich auch mal, oder? Ja, also Musiktipps haben wir zumindest Jeans und ich schon abgegeben mit unseren Mixtapes. Irgendwie, Andres fehlt noch. Machst du uns noch ein Mixtape? Im Moment höre ich ehrlich gesagt überhaupt keine Musik, weil ich habe gerade meine Songs gemacht und sitze jetzt auch schon wieder an den nächsten. Ich habe irgendwie gerade so einen Bock, Songs zu schreiben, dass ich ja nicht andere höre nebenbei. Ja. Und Podcasts höre ich tatsächlich das Fernsehballett, das kleine Fernsehballett. Und was ein wirklich toller Podcast ist, ist Faking Hitler, finde ich. Der ist vom Stern, da jetzt um die gefälschten Hitler-Tagebücher mit Original-Tondokumenten, mit den Original-Telefonaten zwischen Kujau und diesem Heinemann vom Stern. Also wenn man sich für das Thema interessiert, Wahnsinn, also wahnsinnig toller Podcast. Aber ich glaube, der hat auch ganz viele Preise gewonnen und so. Also der ist echt richtig gut. Aber natürlich, endlich, ne? Also das ist nichts, was man jetzt auf ewig hören kann. Da gibt es halt eine bestimmte Anzahl von Episoden und das wart dann auch irgendwie. Also Jeans, komm, du hast doch Podcasts erst entdeckt. Was ist denn, hast du schon mal... Ich habe immer noch keinen gehört. Nee, aber ich habe mich gerade gefragt und du meintest ja, dass andere Bands jetzt auch einen gestartet. Ich glaube, Lord of the Lost haben einen gestartet und Emil Bulls haben einen gemacht, glaube ich. Das würde mich immer interessieren, was die so machen. Aber vielleicht beeinflusst einen das dann noch zu sehr. Das ist vielleicht auch doof. Ja, ach, guck mal, passend dazu kam doch auch eine Frage. Die war, das ist allerdings jetzt springig. Das wird dich wieder ärgern, Jeans. Jetzt springe ich ganz ans Ende der Liste. Die Stefanie hat nämlich gefragt, warum wir uns vom Kreatur-Album, ne, also die Kreatur, das ist das Projekt von Dero Goy und Chris Harms, warum wir uns da Kälter als der Tod als Remix-Song ausgesucht haben, haben wir uns nicht ausgesucht. Liebe Stefanie, das wird einem zugeteilt normalerweise. Die Bands, also das mache ich auch so, wenn ich mir überlege, welchen Song könnte wer remixen. Man hat ja so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür, was wer für einen Remix einem abliefert. Und damit man das halbwegs abwechslungsreich gestalten kann, ist es immer besser, wenn man nicht zu viel Auswahl den Leuten gibt, weil ansonsten stürzen sich alle auf einen Song, dann hast du irgendwie 50 Versionen von einem Song und von den anderen allen nix. Und deswegen suchen sich das meistens die Bands, die den Remix bekommen, aus welchen Song die anderen Bands remixen sollen. Da gibt's ja maximal so ein, zwei zur Auswahl irgendwie. Und in dem Fall gab es gar keine Auswahl. So, jetzt können wir wieder zurückspringen an Anfang.
Nee, warte mal, ich finde die Frage, die drunter steht, eigentlich auch ziemlich interessant. Welcher Song ist der schwerste für den jeweiligen? Nur sagt mal an, Jungs. Ja. Das hat Ludmila, das ist die letzte Frage. Ja. Das hat Ludmila gefragt. Und sie hat getippt auf Just Like This. Und in meinem Fall ist es auf jeden Fall einer der schwierigsten. Aber der allerschwerste, deswegen spielen wir den auch nie und haben den auch nur ganz selten gespielt, war Resigned. Resigned war irgendwie ein Song, der war auf einer EP, die kam zwischen dem ersten und dem zweiten Album raus und das wurde nur auf Natur eigentlich mehr oder weniger verkauft. Das war eine Limited Edition EP und der Song ist einfach live für mich überhaupt nicht zu singen und deswegen, also das ist mit Abstand der schwerste Song, deswegen wird der auch niemals gespielt. So. Aber Just Like This ist auf jeden Fall in diesem Bereich für mich, ja. Was ist bei euch? Also bei mir ist es auf jeden Fall seit neuerdings auf jeden Fall sind es die Bass-Songs. Also wo ich dann live den Bass spiele, weil das habe ich vorher ja nicht bedacht, weil auf dem Keyboard könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen, so wie ich mich auf der Bühne bewege, spiele ich ja auf dem Keyboard jetzt nicht die allerschwersten Linien, sondern suche mir die einigermaßen leichten raus, die ich dann auch in der Bewegung umsetzen kann. Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich dann das erste Mal mit dem Bass auf der Bühne stand, dass ich mich ja da auch bewege und mir die Musik so Spaß macht, dass ich dazu abgehe und ich muss mich dann wirklich zusammenreißen, dass ich mit den Händen in der richtigen Position bleibe, um auch beim Spaß haben die Töne einigermaßen richtig treffen. Ja, weil das Bass hörst du halt auch immer durch, ne? Wenn der falsch ist. Die merkt man, scheiße. Die merkt man vorher ja nicht. Also man steht ja jetzt zu Hause, hebt man schon ab, wenn man die Songs übt und so, aber so wie auf der Bühne ist dann schon nochmal anders. Also es gibt ja jetzt keinen speziellen, der besonders schwer ist, aber das Bassspielen an sich ist schon ein bisschen anspruchsvoller als Keyboardspielen, weil beim Keyboard kann man sich ja nicht hin und her bewegen so richtig. Da muss man ja schon am Keyboard bleiben, aber mit dem Bass kann man ja auch noch rumrennen und auf und ab hüpfen und da wird das Spielen natürlich nicht einfacher. Und Jeans? Wie ist bei dir? Nee, also ich hab tatsächlich einen Song, der mir wirklich, seitdem ich in der Band bin, schwerfällt. Und ich denke jedes Mal, wenn ich ihn spiele, scheiße, hoffentlich hört das sich jetzt draußen nicht auf mich komisch an, weil ich immer denke, das klingt nicht so richtig geil. Dann muss ich mir sogar manchmal YouTube-Videos angucken, um mir wieder sicher zu sein, ach nee, geht eigentlich. Aber wenn ich das jetzt sage, würde ich natürlich jedes Mal, wenn wir den Song spielen, denken, oh Mist, irgendjemand hat den Podcast gehört und guckt mir genau auf die Finger. Deswegen mache ich das nicht. Nee, das, echt nicht? Nee, aber ich hätte gedacht, euch sage ich natürlich. Ich hätte gedacht, es ist I Hate You More Than My Life, weil da diese eine blöde Stelle mit der ein Viertel ist, die eingeschoben ist. Das ist überhaupt natürlich keinen auch Sinn, krass. Mann. Das ist halt einfach ein totaler Stolperstein, aber das, als der Song geschrieben wurde, war irgendwie nicht damit zu rechnen, dass wir mal mit einem Schlagzeuger spielen. Einmal hat es ja auch geklappt, quasi, dass es nicht geklappt hat, glaube ich. Ja, genau. Aber ansonsten. Das müssen wir vielleicht mal kurz erzählen. Ja. Für die Leute irgendwie. Normalerweise ne, zählt man bei einem Viervierteltakt bis vier. Mhm. Und Sven kam auf die gute Idee, einfach einmal mittendrin bis fünf zu zählen und dann wieder mit der eins zu starten. Das ist für einen Schlagzeuger wirklich krass. So was macht großen dem Song, Spaß. Ja, bei dem Song warte ich tatsächlich auch nur auf diese eine Stelle und denke mir jedes Mal, scheiße, bloß nicht verzählen. Und, ich aber auch. Also ich auch. Achso, ja. Bis auf einmal, ja. Nee, aber da stehst du manchmal das ganze Konzert auf der Bühne und wartest und kannst erst ab dieser Stelle dann das restliche Konzert entspannt zu Ende spielen. Das Coole ist, wir spielen es ja jetzt relativ oft als Zugabe. Und bei Zugabe denke ich mir immer, ach komm, das ist jetzt nur noch für den Spaß. Und wenn das nicht so perfekt ist. Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob man diese Dings rausnimmt, also ob man es einfach gerade macht, sozusagen. Aber dann dachte ich, oh, ist vielleicht auch blöd, weil das führt garantiert zu noch mehr Verwirrung. Wahrscheinlich setze ich dann immer genau eine Zielzeit zu spät ein, weil ich auf die 5 warte. Und es war aber schon die 1. Ja. Wenn du lustig bist, kannst du das ja machen und sagst mir nicht Bescheid. Also, das haben wir ja damals bei Seedrake schon probiert, das klingt nicht gut. Ja, stimmt. Stimmt. Nee, aber generell fallen mir die Four on the Floor Songs wesentlich leichter als alles, was ein bisschen ruhiger ist. Ja. Das ist für mich echt schwierig, weil ich nicht so der Techniker bin, sondern eher so der Haut-drauf-Typ. Ja. Naja, haben wir ja zum Glück genug. Irgendwie. Ja, das ist gut auf jeden Fall. Ja. Wir sind inzwischen bei Nina angekommen. Immer noch auf Seite 1. Ich glaube, Nina. Was war euer größtes Abenteuer, individuell oder als Band? Eigentlich
haben wir tatsächlich relativ viel, wa? Also ich muss sagen, das ging los damals bei den Shadows, als wir in Beirut gespielt haben, im Libanon. Das fand ich sehr, sehr krass. Ja, das nächste war dann, das war dann tatsächlich unser erstes oder unser zweites Konzert zusammen, André, mit Solar Fake. Das war in Israel, in Tel Aviv. In Israel, das war auch, genau. Das war auch ziemlich cool, ja. Das Gegenstück. Und dann halt natürlich diese Mexiko-Dinger und halt auch die USA-Tour. Das war, glaube ich, wirklich so eine Art Abenteuer, weil das war so wie so ein Road-Movie irgendwie. Du bist halt den ganzen Tag durch völlig abstruse Gegenden gefahren und so. Also das fand ich schon sehr, sehr abenteuerlich. Auch teilweise die Gegenden, also in Detroit oder so. Und dann noch die Stories, die Daniel von Aesthetic Perfection dazu erzählt hat, wo man dann so dachte, wollen wir nicht einfach Detroit auslassen und einfach woanders hinfahren oder so. Und dann war es aber ganz cool irgendwie. Aber ja, also das muss ich schon sagen, das war schon echt sehr, sehr viel Abenteuer dabei. Irgendwie 6 Wochen Roadtrip durch die USA. Aber irgendwie fühlt sich so eine Tour immer an, wie irgendwie jetzt fahren wir auf Klassenfahrt, oder? Wenn wir uns alle treffen und ja, dann auf jeden Fall. Sind irgendwie von auf der Kusche welche da und dann wird der noch abgeholt. Das ist eigentlich immer voll cool. Genau, das finde ich auch in dem Podcast so cool, weil das ist irgendwie, ich habe das schon mal geschrieben, glaube ich, in unserer Gruppe, das fühlt sich für mich an, wie wir steigen in Tourbus und quatschen erstmal dämliche Zeug irgendwie. Im Prinzip ist es genau dasselbe Gesprächsniveau wie im Tourbus. Dann. Auf jeden Fall, ja. Das haben wir ständig. Oh Gott. Ja. Genau. Ja, also ja, das stimmt. Das ist irgendwie alles so ein bisschen klassenfahrtmäßig. Das stimmt schon, ja. Habt ihr noch sonst irgendwas hinzuzufügen? Jeans, dein größtes Abenteuer vielleicht? Na, ich würde auch sagen, die Ausland-Gigs sind schon wirklich immer was Besonderes, ne? Ja. Ja. Und also für mich war es damals noch mit Rabia Sorda auch Mexiko. Das war schon unvorstellbar, da mal hinzudüsen. Und mit Erik als Mexikaner habe ich natürlich so das Gefühl auch wirklich, habe ja auch bei ihm da gewohnt, mittendrin gewesen zu sein. Ja. Und das war schon cool. Und da denke ich echt gerne noch dran zurück. Das war, also, aber wie gesagt, es kommen ja hoffentlich auch noch ganz viel coole. Ja. Ja, ja und hoffentlich bald wieder Mexiko, oder? Ja. Genau. Stimmt. Mein größtes Abenteuer war, glaube ich, toll, ja. Mein größtes Abenteuer war, glaube ich, auch die anderthalbstündige Tequila-Verkostung. Und danach wurde dann gesagt, und jetzt steigen wir den Pyramiden hoch. Da. Und in Mexiko sind, auch, ne? Ja, ja. Wir sind wirklich bei 40 Grad im Schatten irgendwie da mit einem leichten Glimmer die Pyramiden hoch und das war gigantisch. Also das war, ich bin froh, heute noch froh, dass ich es gemacht habe. Das war echt also krass finde ich, auf so einer Pyramide irgendwie zu stehen, wo man weiß, da haben sie schon die Azteken oben, oder waren es die Maya? Ich weiß es ja nicht mehr. Ne, ich glaube, die Azteken kamen und da war das schon verlassen. Selbst die Azteken wussten nicht, von wem die waren. Also völlig krass. Die hatten Erich van Däniken gebaut. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ja. Erich van Däniken hat die gebaut, glaube ich. Ah, das kann sein, ja. Also krass fand ich auch, man denkt bei Mexiko jetzt nicht daran, dass es so eine große Szene gibt. Ne? Ich weiß nicht, wie das euch so ging. Das fand ich echt auch überraschend. Das ist super, ja. Ja, also wir haben ja da bis jetzt immer nur Festivals gespielt. Warte mal auf diesem T-Shirt-Bootleg-Markt irgendwie. Nee. Da gibt's irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es noch reiner T-Shirt-Bootleg-Markt ist, aber auf jeden Fall gab's da tonnenweise T-Shirts von Bands, wo du dachtest, Mensch, die sind jetzt auch in Deutschland nicht so groß und gibt's dort alles und total. Da kriegt man halt auch erstmal so einen Überblick, ne, wie krass sich die Leute dafür interessieren. Ja. Fand ich beeindruckend. Ja. Wir haben sogar ein T-Shirt von Rabia Sorda abfotografiert, weil wir das Motiv so cool fanden. Habt ihr dann eigenen Merch draus gemacht, oder was? Ich glaube, da so weit kam es nicht, aber es war zumindest mal kurz der Gedanke da, unser Bootleg zu bootlegen. Warum nicht auch mal inspirieren lassen? Genau. Ja. Ja. Also zu der nächsten Frage habe ich keine Antwort. Es ist auch von Nina, die würdet ihr gerne einen Tag in einer anderen Epoche verbringen? Und wenn ja, in welcher und warum? Ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube eigentlich nicht. Das ist zwar alles total absurd, aber absurd war das ja auch schon immer insofern. Also ich würde gerne mal einen Tag bei den Neandertalern verbringen. Weil ich interessiere mich ja auch so für Evolution und so ein Zeug. Mhm. Und mich würde echt mal interessieren, wie... aber nur im Sommer. Jetzt, natürlich. Das setze ich jetzt mal voraus, ja. Jetzt, wo man ja weiß, dass unsere DNA auch mit der Neandertaler DNA vermischt ist und dass wir halt auch
miteinander verwandt sind, würde ich, hätte ich schon mal Lust, die kennenzulernen so. Oder mal zu beobachten jeden Tag. Das wäre interessant, weil alles andere an Menschheit würde ich eigentlich ja nicht mehr sehen. Oder vielleicht mal der noch einen Tag, bevor die Waffen erfunden wurde oder das, oder irgendwie so, bevor sich die ersten Menschen mit Steinen erschlagen haben. Oh, da musst du aber weit zurück. Aber wahrscheinlich gab es den ja nicht. Wahrscheinlich haben das schon die ersten aufrechtgehenden Humanoiden gemacht. Jeans, wie sieht's bei dir aus? Hast du eine Lieblingsepoche? Naja, ich finde ja das Mittelalter so schön schaurig und gruselig. Das würde mich tatsächlich mal interessieren irgendwie. Aber irgendwie, wenn dann nur mit einem gewissen Sicherheitsabstand und gut geimpft, glaube ich. Und wenn man weiß, dass es nach einem Tag auch wieder vorbei ist, ja. Und wenn du es schaffst, den zu überleben. Auf jeden Fall, Oder vielleicht die Geburt von Jesus. Ob es den nun wirklich gab, würde mich natürlich mal interessieren. Genau. Ich meine Brian. Und die ganze Zeit, genau, die ganze Zeit Life of Brian nachspielen an einem Originalschauplatz. Nina fragt noch, wie das dazu kam, dass wir Where's My Mind covern. Das ist halt einfach ein geiler Song. Also, ist halt einfach ein toller Song. Und dann kam noch halt, naja, klar, der Song ist halt die Schlüsselszene in Fight Club, was sowieso der beste Film der Welt ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so eine, verbindet uns ja alle irgendwie, also, ne? So eine von den ersten Gemeinsamkeiten, die wir so festgestellt haben, wie cool wir diesen Film und diese Szene am Schluss fanden. Es ist einfach die beste Szene der Filmgeschichte, ist das, wo dieser Song kommt. Also das ist einfach, Also falls jemand noch einen Filmtipp Gänsehaut. Braucht. Ja. Ja. Ich muss ja zu meiner großen Schande gestehen, ich bin ja so szenefremd mit dieser Szene, weil ich komme ja aus dem Metal-Bereich, dass ich dachte, dass Where's My Mind von Placebo ist zum Anfang. Okay. Ich kannte erst die Version von Placebo, fand die großartig und dann später habe ich dann erst mitgeteilt bekommen, dass es ja doch eine Coverversion auch von denen war. Aber so geht es mir auch mit ganz vielen Songs. Also irgendwie gerade mit, also ich weiß nicht, es gab mal eine Band, die hießen Mephisto Waltz, die haben irgendwie Painted Black gecovert und ich war total verwirrt, als ich auf einmal das Original von diesem Song gehört habe und ich dachte, das klingt ja total räudig, was ist denn das für ein Scheiß? Das Original klingt etwas anders. Ist weg. Ich glaube, wir haben André verloren, ja. Warte mal. Oh, siehst du, Hagira ja nicht mehr. Also hier steht noch Verbinde wieder. Ich höre euch noch auf jeden Fall, also. Oh je. Wirst du ja dann später im Podcast hören? Ja, dann weiß ich auch nicht. Soll ich ihn nochmal versuchen anzurufen oder was? Bist du jetzt weg? Jetzt ist er weg, jetzt kannst du anrufen. Okay, jetzt kann ich nochmal anrufen, dann versuche ich es doch direkt mal. Ah, klingelt. Klingelt. Ah, da seid ihr wieder. Da ist er wieder. Da seid ihr wieder. Sehr gut. Hello. Ah. So. Yeah. Und dann fragt die Ina, ob wir auch die Fanzine-Packages bekommen und die Fanzines auch lesen. Und da sage ich natürlich. Klar. Ja, klar. Jo, klar, das ist voll cool. Klar machen wir das. Ja. Dann hoffe ich, dass nicht so viele unvorteilhafte Fotos von mir dabei sind. Und dann genau, das cool. Hoffen wir immer alle, aber das wird meistens leider. Klappt meistens nie, nee. Ja. Aber egal. Mein Gott, das ist halt so. Ja. Ich blätter die immer nur durch und gucke, wo mein Name auftaucht. Da lese ich dann nochmal kurz, aber. nee, ist ja auch witzig, ist ja auch cool. Ich meine, da schreiben ja auch die. Leute vom Fanclub, Fans und so. Ist auch immer interessant, wie die dann die Konzerte wahrgenommen haben und so. Und Ja. Momentan in Benutzung habe ich auch gerade den aktuellen Rucksack, den es irgendwie vor einer gewissen Zeit mal gab, als Gimmick. Ja. Den habe ich auch. Hab eigentlich alles in Benutzung, auch so an Fangeschenken, was praktisch ist. Ja, sehr gut. Kika Kirsti fragt, ob es bei künftigen Videos, ich dachte, das geht um Podcast. Irgendjemand hat auch gefragt, ob wir beim Podcast auch Outtakes haben und die veröffentlichen, aber das Lustige ist ja, die bleiben alle drin. Die sind ja, die hört er ja dann direkt. Ja, eben. Also die nehmen wir ja nicht raus, weil sonst wäre ja der ganze Podcast Quatsch. Also ich meine, der ist ja eh Quatsch, aber dann. Noch Quatscher. Denkt ihr, das, was wir hier veröffentlichen, ist schon das Beste, was wir erzählt haben an dem Abend. Oh Gott, nee, ansonsten wäre das ja tot. Nee, aber bei den künftigen Videos, das ist halt immer eine Frage, wie die gedreht werden. Ne? Also bei dem Under Control Video war das natürlich irgendwie
prädestiniert für Outtakes oder für Bloopers, einfach weil André ja so tun musste, als würde er unsere Darstellerin, also als würde er sich mit ihr streiten, ne, im Pool, ja, da diese Szene im Pool. Und natürlich, dann müssen die natürlich auch sich Sachen an den Kopf werfen und aggressiv werden und irgendwie sich Gemeinheiten irgendwie. Und das war so lustig, das war unfassbar. Das war nicht möglich, ernst zu bleiben. Ich habe nicht mitbekriegt, dass du da so gemacht hast. Nur Scheiße erzählt, die ganze Zeit, permanent, und dabei soll man dann im Vordergrund sitzen und das Lied singen. Super Idee. Ja, das ist mir in dem Augenblick überhaupt nicht bewusst gewesen. Irgendwie. Und was da immer alles dabei hofft, war. Immer nur gehofft, dass wir die Szene jetzt schaffen, damit ich mich nicht nochmal abtrocknen muss, in der Sonne liegen und dann nochmal in den kalten Pool steigen muss. Stimmt, das war ja auch echt noch recht frisch da drin. Ja, das sei ja, naja, so, draußen, sei draußen so waren irgendwie 35 auch. Grad, war, und ja, der Pool, wenn der nur 5 Grad kälter ist, kommt es ihm ja schon vor, als wenn man Eisbaden geht. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn man natürlich so ein Zeug dreht, dann passiert es natürlich, aber ja, weiß ich nicht, meistens sind so Videodrehs ja nicht so lustig. Also wenn ich jetzt so an zum Beispiel Stay denke oder so, da war das einfach, da waren draußen minus 5 Grad, das war so weit von arschkalt, da hast du ja irgendwie da ist auch das nicht lustig, da ziehst du das durch und versuchst irgendwie durchzukommen, ohne krank zu werden irgendwie, und machst einfach schnell, dass das vorbei ist wieder. Das Wort draußen ist jetzt gerade auch ein bisschen irreführend gewesen, weil das ist ja ein Gebäude gewesen, wo keine Fenster und so mehr drin waren. Also, ja, also das war auch da, wo wir gesessen haben, minus 5 Grad, und das war. Und rund um die Uhr, und wir waren da wirklich zwei Tage komplett irgendwie. Das war wirklich. Also da war nichts lustig dran an dem Dreh. Da gab es nicht viel zu lachen, außer die eine Szene, wo du ein neues Haarspray aufgetragen bekamst. Und es stand natürlich auch den ganzen Tag da in der Kälte, und es hat sich dann dein Schreien zufolge so angefühlt, als wenn man so Vereisungsspray dir auf den Kopf sprühen würde. Ja, fand ich sehr lustig, du jetzt nicht, aber. Ja, es ging auch viel auf den Rücken irgendwie, das weiß ich auch noch. Ja, das war wirklich, ja. Da, klang ich, glaube ich, nicht sehr männlich in dem Moment. Ja, aber ohne Schwert mal veröffentlichen müsste. Das hätte man, nee. Das, nee. Muss ja ein bisschen auf die Außenwirkung achten. Genau, Isabel will wissen, ob es eine Aufzeichnung von Gothic Meets Classic gibt oder warum es keine gibt. Das hat ganz einfache Gründe. Die kann ich aber nicht sagen. Fällt mir dabei gerade auf. warte mal, wie formuliere ich das jetzt, ohne schlimm zu werden? Wenn man so ein Orchester aufnimmt, klingt das nicht so schön, wie es in live klingt. So, also wie es in so einem Konzertsaal klingt. Und das wäre sehr, sehr aufwendig geworden, das so ordentlich zu mischen und so hinzubiegen, dass das wirklich gut klingt. Und dann kommt noch dazu, dass das Gewandhaus eine sehr, sehr hohe Lizenzgebühr haben wollte dafür, dass das halt im Gewandhaus aufgenommen wird. Und das Ganze wäre, also so viel DVDs oder CDs hätten wir nie und nimmer verkaufen können, dass das auch nur ansatzweise auf null kommt. Insofern war das von vornherein klar, dass es das soweit nicht gibt. Ich habe noch diese Demos davon, wo quasi der Arrangeur, der hat das alles schon mal so aufbereitet, alles am Computer, aber das klingt sehr, sehr echt tatsächlich. Das ist so das, aber das ist jetzt auch nicht, das hätte man dann auch nochmal ordentlich aufnehmen müssen dann dachten wir uns, ach mein Gott, irgendwie ist ja auch schön, das nett in Erinnerung zu behalten. Dann wird es irgendwie im Laufe der Zeit sowieso immer besser und so. Ja, guck mal, wir sind schon fast mit der ersten Seite durch. Genau. Wahnsinn. Na cool. Krass. Na, reicht doch, oder, für heute?
Na komm, dann machen wir noch die zweite Frage von Isabel fertig hier. Wie das mit der zu der Koop, ja, mit stimmt, das Ich kam. Beim Amphi gab es einen Auftritt. Da haben ganz viele Sänger bei Das Ich mitgesungen, weil der Sänger von Das Ich, Stefan, gerade im Krankenhaus lag und sehr schwer krank war und nicht auftreten konnte. Und das war es eigentlich auch schon. Also da hat Bruno verschiedene Sänger gefragt, welche Songs sie, ob sie sich vorstellen könnten, einen Song da zu performen und so. Und da war ich natürlich auch gerne bereit dazu. Und das war sehr schön und das war echt lustig. Und ja, und es ist schön, dass es Stefan jetzt wieder gut geht und dass die jetzt auch wieder richtig schön weitermachen können. Ja. Ja. Guck mal. Haben wir eine Seite geschafft von vier? Also ich glaube, wir machen noch ein paar Sendungen. Ja. Genau, also wenn wir die alle beantworten wollen, haben wir auf jeden Fall noch einen jetzt an Material vor uns. Ja. Ja, die nächste Sendung ist auch nochmal unter uns, wa? Genau, ja. Ob wir da gehen wir auch nochmal auf weitere Fragen ein. Genau, und wenn ihr neue Fragen habt, gerne schicken. Wir arbeiten die alle ab. Solange wie die Pandemie anhält, bleiben wir auch beim Podcast. Ja, jetzt sei denn, wir haben irgendwie gar nichts mehr irgendwann zu erzählen, aber ich glaube, da wir ja keine 20 mehr sind, wird uns schon ein bisschen was einfallen. Ich denke auch, ja. Vielleicht kann man mit dem Podcast ja dann auch beibehalten, dass man praktisch ihn mal im Monat macht oder so, wenn man es da wieder Normalität eingekehrt ist. Da macht man sicherlich nicht mehr jede Woche, aber also immer im Monat vielleicht. Ja. Aber nehmt uns dann noch nicht wörtlich. Ich bleibt mir ein bisschen am Hals stecken. Ich hatte noch einen Schluck türkischen Kaffee und da war noch so etwas. Schön. Lecker. Eine ganze Bohne drin. Naja, dann, wenn sonst nichts mehr gibt. brechen wir an dieser Stelle ab, bevor es noch schlimmer wird. Ja, weil da kaum noch zu machen ist. Aber, ja, ich werde jetzt mal essen gehen. Was macht ihr heute noch? Boah, also ich glaube, ich mache heute nichts mehr. Also ich müsste noch, ich habe, glaube ich, ein Orkus-Interview irgendwie. Aber ich glaube, das mache ich lieber morgen früh. Das ist nicht so gut in so einer Cuba Libre-Laune. nee. Ich glaube, da warte ich mal bis morgen früh. Da bleibt man doch lieber klar im Kopf dabei. Jeans, was machst du noch? Machst du noch ein bisschen Abwasch machen und so? Spektakuläres. Nee, alles sauber. Echt? Ja. Boah. Vielleicht checke ich mal die Serie, die Sven vorhin empfohlen hat. Ja, Space Force, genau. Ja, ja. Genau. Naja, schön. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hören wir uns nächste Woche. Das. Und ihr da draußen bleibt wieder schön gesund. Richtig. Bleibt uns gewogen, wie man so schön sagt. Noch besser, ja. Und dann hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut, Nachbarn. Ciao. Tschüss. Tschüss.